Guten Morgen, ihr Lieben, am Sonntag. Start des Familiencamps heute Nachmittag gegen 17 Uhr. Wir hatten schon eine schöne erste Nacht und schöne anderthalb Tage bis jetzt, bevor es heute Abend losgeht. Da drüben ist dann das Campgelände mit den beiden Zelten, wo gekocht wird und Lagerfeuer gemacht wird. Mehr dazu später. Jetzt gucke ich mal, wo die anderen sind. Ich glaube, die wollten zum Fluss. Die Pegnitz fließt ja direkt hier am Platz vorbei. Gucken wir mal. Wir müssen hier durch dieses Tor durch. Und da hinten sieht man schon die Leute. Nein! Einer war das für umsonst. Achtung, ich komm rüber. Ey, du Schüttelhund. So, hier ist schon die Pegnitz-Schifffahrt am Start. Henny. Hi. Ja, so ein hier so, ja, hier fließt die Pegnitz um den Campplatz rum mit ordentlich Strömung. Wir werden das mit dem Boot noch mal testen die Tage im Rahmen des Familiencamps. Und wir sind hier übrigens in Hohenstadt, Pommelsbrunn. Hier wird es mir zu tief. Oh, nicht so wackeln. Die Pegnitz ist richtig, richtig sehr kalt. Da wollen wir nicht reinfallen. Ja, Helge, los. Zeig. Auf geht's, Helgi, schnell, der Jan ist gleich weg. Es fährt. Da kommt die bucklige Verwandtschaft auf den Buckelwal. Hallo. Ist die Kamera wasserdicht? Natürlich nicht. Und wechsel. Viel Spaß, gute Fahrt, gute Besserung. So, guten Morgen, ihr Lieben aus Franken. Wir machen jetzt die erste Tageswanderung mit Klettersteig. Ob ich so klettersteigmäßig drauf bin, das wird man dann sehen. Da ist die Gruppe 1, Gruppe 2 ist hinter uns. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja, ich nehme euch mal mit, ne? Gucken wir mal. Helm habe ich auch. Ob ich ihn brauchen werde, wird man dann sehen, ne? Bis später mal. Jeder kann nochmal Pipi machen. Hier kommen jetzt überall gut versteckt. So, ich habe das Zeug jetzt mal angezogen, aber nur für das Video. Ne? Klettern werde ich natürlich nicht, weil ich bin ja Höhenangst bewährt. Wie ihr schon wisst, wenn ihr meine Videos guckt, Höhenangst. Deshalb bin ich hier. Völlig falsch. Das ist eine ganz kurze, schwierige Stelle für Kinder. Man kann fallen. Alles gut. So, Dr. Camp im Berg. Höhenangst, keine Klettererfahrung, läuft. Okay, das sieht jetzt vielleicht nicht so viel aus, liebe Leute, aber das sind 24 Kilometer. Und ich bin an der Wand lang. Ist doch Pipi. Yay, die Dr. Camps. So, hier sind die faulen Leute, die drum rumgegangen sind, die wollten also nicht klettern. Da sind wir übrigens hergekommen, wir Erwachsenen. No fear. No fear. Da oben. Alles ganz allein bestiegen. So, und als Höhepunkt soll es jetzt zum Gipfel gehen, und zwar in dieser Wand hoch. Da hoch und dann da rüber und dann da rum. Ich denke mal, das werde ich nicht machen. Auf jeden Fall nicht filmen. Tori macht das. Der hat das andere auch so toll gemacht. Okay, ihr Lieben, bisschen außer Atem. Ich habe tatsächlich was gemacht, was ich noch nie gemacht habe. Klettersteig vom Allerfeinsten, senkrecht hoch rüber, nochmal hoch. Und wir kommen ungefähr von daher. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Von da unten irgendwo, da sitzt der Sven noch, hat mir geholfen. Jetzt geht es noch da weiter. Kriegen wir irgendwie hin, und wenn ich das schaffe, ich muss sagen, ich glaube, ich bin relativ stolz. Ich hoffe, ihr freut euch ein bisschen mit mir. Entschuldigung. Puh. Krass. Hier ist die Aussicht. Wenn ich ein bisschen zittere, bitte ich das zu entschuldigen. Weil das war jetzt echt eine herbe Geschichte. So, ihr Lieben, hier nochmal der Blick.
Und dann nochmal der Blick runter. Wie gesagt, meine Hand zittert ein bisschen, versucht mir das zu verzeihen. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ganz nachzuvollziehen. Nachvollziehbar ist es wohl. Hallo. Darunter. Ich habe nicht mal die Baumgrenze verlassen. Okay, liebe Freunde, ich hoffe, man kann sehen. Da, das erste Gipfelkreuz meines Lebens. Fuck Höhenangst. Ja! Geschafft. Alter, bin ein bisschen fertig mit der Welt, aber auch ein bisschen stolz. Ich hoffe, ihr freut euch mit mir. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben unter dem Video, wenn ihr ein bisschen stolz mit mir seid. Und da geht's runter, guckt euch das an. Boah. Sehr geile Erfahrung. Vor einer Viertelstunde hätte ich nicht gedacht, dass ich das mache. Und ich habe es einfach gemacht. Und das Geile ist, meine Frau hat es gemacht, Helga hat es gemacht, 10 Jahre alt. Und meine Tochter macht es gerade mit Johanna, der Leiterin des Camps, dazu. Und Henny ist noch nicht mal 5. Respekt. Richtig cool. Familie Dr. Camp am Limit. Und ihr seid dabei. Ganz toll. Also, guck mal, Henny. Schau mal. Bleib mal. 1, 2, 3. Die Blaubande hat's geschafft. Es gibt gleich auch ein kleines Echo. Zurück am Camp nach einem super tollen Klettertag. Das war richtig aufregend. Alle sind müde, aber die Kinder halten noch durch. Und in 5 Minuten gibt's Abendessen. Boah, wir haben alle so einen Hunger. So, das Abendessen ist beendet und wir können zum gemütlichen Teil übergehen. Manche Familien sporteln immer noch. Andere haben, wie zum Beispiel die Familie aus der Pfalz, schon ein tolles Lagerfeuer angemacht. In der maximal zulässigen Feuerangriffshöhe. Und gleich habe ich gehört, gibt sogar noch Stockbrot. Sieht doch sehr schön aus, oder? Und es ist wirklich, wirklich sehr, sehr warm. So ein Feuer.